Jo Leute, was geht ab? Hier ist der Lance, heute wieder mit einem kleinen Gameplay für euch. Und heute zeige ich euch, wie ihr auf der neuen Black Ops 3 Zombie Map Zetsumo no Shima Pack-a-Punch freischalten könnt. Das Ganze ist gar nicht so schwer, dazu müsst ihr drei Teile finden und ich würde sagen, ich zeige euch einfach mal wo. Und zwar, Teil Nummer 1 findet ihr, während ihr den Strom einschaltet. Wenn ihr nicht wisst, wie das geht, Link in der Beschreibung, könnt ihr ein Tutorial zu auf meinem Kanal finden. Auf jeden Fall macht ihr genau das gleiche wie am Ende beim Strom einschalten. Ihr schneidet hier die Turbine frei und tötet die Zombies, bis ihr fertig seid. Und ja, wenn die Turbine dann fertig ist, droppt hier das erste Teil, das wir brauchen, um die Ventile nachher zu bedienen. Aber das zeige ich euch später. Jetzt geht es erstmal weiter mit Teil Nummer 2. Und das können wir hier finden, wo wir auch für die Wunderwaffe einen Teil, nämlich die Pflanze, finden können. Wir kaufen hier bis ganz nach unten im Bunker auf und begeben uns in die Wassergänge hier und suchen hier oben, wichtig gemerkt, oben, nicht hier seitlich runterschwimmen, wo es zur Pflanze geht. Und ja, da schwimmen wir rum und suchen nach so einem kleinen Rädchen. Zwischendurch immer Luft holen oder hier diese Dinger abschießen, damit ihr nicht erstickt. Und hier haben wir es dann. Teil Nummer 2, das solltet ihr auch gleich finden. Wie gesagt, bisschen die Gänge absuchen und das sollte kein Problem sein. Das letzte Teil finden wir dann hier in diesem Raum, ebenfalls im Bunker zu finden. Und da hängen so eingemummte Zombies. Die müssen wir freimessern und töten. Und ja, wenn wir dann Glück haben, fällt bei einem von denen ein Teil raus. Also einer hat auf jeden Fall das benötigte dritte Teil stecken. Bei mir war es hier oben an der Treppe. Der letzte, den habe ich am Anfang gar nicht gesehen und ihr könnt sehen, ich messe und er lässt hier Teil Nummer 3 fallen. Und dann haben wir es eigentlich schon fast geschafft. Wir haben alle drei Teile. Wir begeben uns jetzt nur noch in die Mitte und werden das Wasser jetzt ablassen. Hier einfach Ventil Nummer 1 bedienen. Wir gehen weiter zu Ventil Nummer 2. Jedes dieser drei Teile hat da seinen bestimmten Platz. Einfach am besten. Ihr könnt auch zwischendurch Teile anbringen. Aber ja, am besten macht ihr alle drei und dann macht ihr es einfach auf. Ihr könnt Packer punchen, das Ganze wie gewohnt 5000, 2500 für ein Waffen-Upgrade dann noch. Und yo, ich würde sagen, ihr macht es einfach nach. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Wenn es euch geholfen hat, würde ich mich wie immer über ein Like freuen. Und ansonsten sehen wir uns demnächst mit einem neuen Gameplay. Haut rein, euer Lenz. Wiederschauen!